Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge To the Moon. Wir haben in der letzten Folge erfahren, dass Johnny einen Zwillingsbruder hat. Oder hatte, besser gesagt. Er ist ja überfahren worden. Und ja, es ist auf jeden Fall ziemlich hart. Und es war ja auch noch der Lieblingssohn von Johns Mutter. Und die ist danach wohl ein bisschen durchgetickt. Und ich glaube, wir können uns alle nicht wirklich ausmalen, was es bedeutet, wenn man einen Zwillingsbruder verliert. Ich glaube, das ist wirklich, als würde ein Teil von einem sterben. Ich meine, klar, egal ob Zwillingsbruder oder nicht Zwillingsbruder, oder einfach nur Bruder, es ist schlimm genug, immer, wenn man jemanden verliert. Aber ich glaube, Zwillingsgeschwister haben es da noch mal schwerer. Gut, wir gehen mal weiter. Der Zug ist das Erinnerungsstück. Okay, wir sind auf einer Art Markt. So eine Art Jahrmarkt, nicht? Sollen wir uns ein wenig umsehen? Wie wär's, wenn ich mich umsehe und du hier einfach stehen bleibst? Wie wär's, wenn wir uns um eine Stunde lang nur noch in Frageform unterhalten? Hör auf zu quatschen und geh. Och, jetzt hast du's vermasselt. Okay. Okay, unterhalten können wir uns hier. Doch. Früchte, frische Früchte, Äpfel, Orangen, Tomaten. Wir haben alles. Moment mal, Tomaten sind keine Früchte. Doch, sind sie. Sie sind die Ovarien der Pflanze und enthalten Samenkörner. Das sind die Eigenschaften einer Frucht. Ich bitte dich, Tomaten? Wir bezeichnen sie absolut niemals als Früchte. Wer ist wir? Ich koche nun mal gerne in der Gruppe, okay? Und einige von uns nehmen das sehr ernst. Sinnlose Gespräche. So. Weiter geht's. Aber ich will dieses blöde Ding nicht. Ich will den Zug. Wir haben nur noch einen Zug. Willst du den Preis vielleicht stattdessen gegen einen Teddy tauschen? Nein, ich will nur diesen Zug. Na komm, John, mach keine Szene. Joey hat ihn zuerst gewonnen, fair und gerecht, oder etwa nicht. Aber ich habe auch gewonnen, nur weil er vor mir dran war. Ist schon okay, du darfst auch damit spielen. Siehst du, wie nett dein Bruder ist, Johnny? Okay, ihr Hefeklöße, blockiert mal nicht den ganzen Stand. Kommt, wir schauen mal, was es dort drüben gibt. Ich bin kein Hefeklos. Weißt du was? Ab jetzt nenne ich dich nur noch Hefeklößchen. Du blaffst doch nur. Oh oh, das würde ich nicht. Das würde ich jetzt. Da würde ich jetzt nicht drauf wetten, dass er nur blufft. Ah ja, das Schicksal hält wundervolle Fügungen für euch bereit. Aus diesem hier könnte ein Anwalt werden. Und aus diesem hier ein Arzt. Oh Gott! Kommt ihr zwei, ich kaufe euch Süßigkeiten. Hey, wo ist mein Trinkgeld? Ich glaube, die Mutter möchte nicht, dass aus den beiden ein Arzt wird. Keine Chance. Ich rede nicht mit ihr. Gut oder schlecht. Mir ging es so oder so an den Kragen. Ja. Eine Gruppe Menschen. Willkommen. Ich präsentiere das kleinste Riesenrad der Welt. Können wir eine Probefahrt machen? Natürlich nicht. Funktioniert es überhaupt? Natürlich nicht. Sieht aus, als hätte jemand einfach ein paar Stühle an ein Mühlrad geklebt. Ist mir total egal. Okay. Haben wir jetzt hier noch irgendwas übersehen? Die Früchte, den Stand. Nee, ich glaube. Und ich dachte nur, weil irgendwie gerade eine Bubble fehlt.
hier? Nix. Hier ist auch nix. Nix, 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 nix. Geht's hier weiter? Geht doch über die Brücke, Mensch. Ah, okay. Wir brauchen noch einen Memory Link, den ich noch nicht gefunden habe. Bin zu blöd. Nie im Leben ist das das kleinste Riesenrad der Welt. Ich bin schon auf einem Viersitzer gefahren. Letzten Mo... Das kleinste Riesenrad der Welt, liebe Leute. Kommt her und staunt. Okay. Ja, hier können wir irgendwie nichts machen. Hilfe, ich weiß nicht, wo ich den dritten Memory Link herkriegen soll. Vielleicht hier lang? Es werden drei Memory Links benötigt. Fordere mich! Hier müssen wir doch mit irgendwem reden können. Das gibt's doch nicht. Mäh. Ich hab's nicht. Überall Luftballons. Vielleicht hier? Nö, da kommen wir ja auch nicht weiter. Mäh, Hilfe! Sonst ist das doch immer so offensichtlich, wo die Memory Links stecken. Vielleicht hier die Wippe oder so? Auch nicht. Vielleicht müssen wir doch nochmal mit dem reden? Nein. Okay, schade. Hier nochmal. Hey, ist das Klopp den Maulwurf? Klopp den was? Klopp den Maulwurf. Du nimmst einen Gummihammer und klopfst ihn auf den Maulwurf. Ist das nicht Tierquälerei? Das sind keine echten Maulwürfe, Dümmchen. So haben die Leute Dampf abgelassen, bevor First-Person-Shooter erfunden wurden. Ja, genau. Wie primitiv. Ja, ganz schön Ghetto. Wo hast du davon gelesen? Mein Opa war ein Fan davon. Wollen Sie ein Spielchen wagen? Einfach auf alle Köpfe kloppen und tolle Preise gewinnen. Ja, 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 ja! Oh nein! Yes! Maus benutzen! Yay! Klopp den Maulwurf! Das ist ja ein Dick da! Das sieht zumindest so aus. Also ein Pokémon. Ah, Hilfe! Scheiße! Man trifft gar nicht so gut. Komm schon! Würde mal schneller. Oh, die Zeit ist um. Dann wollen wir mal sehen. Bei 46 gesichteten Zielen hast du 49 mal zugeschlagen und dabei 42 mal getroffen. Das gibt 91% Trefferquote. Das ist neuer Rekord für dich. Yes. Okay, jetzt haben wir drei Memory Links. Das heißt, wir können weiterlaufen. Sehr schön. Was haben wir hier? Irgendwie so eine Art Buffet oder so. Hier eine Menschenversammlung. Eine Eisbude. Und hier sind die Kinder. Yum, yum, yum. Ich werde dich nie verstehen, Joey. Wie kannst du nur diesen Geschmack ertragen? Sie sind so sauer und eklig. Sauer und super, das sind sie. Probier doch mal. Nee, ich mag ja noch nicht mal normale Oliven. Ich übrigens auch nicht. Du könntest wenigstens mal eine probieren, Johnny. Wer weiß, vielleicht kommst du ja auf den Geschmack. Genau.
Nö. Ich bin fertig, Mom. Kann ich spielen gehen? Okay, aber nur auf dem Spielplatz und nicht einen Meter weiter. Gib mir die Tasche, ich passe für dich drauf auf. Nein, das ist meins. Ich hab's gewonnen. Notiz, eingelegte Oliven erhalten. Aha, also Joey hat gerne eingelegte Oliven gegessen, nicht Johnny. Johnny hasst Oliven. Okay. Okay, geht's hier weiter? Müssen ja noch den das Memento finden. Wo ist denn der Spielplatz? Okay, es wird jetzt schon abends, wie es aussieht. Da ist Johnny. Jetzt geht er weg. Auf Mama hören wir nicht so gut, was? Jetzt ist er einfach abgehauen. Wo wir ihn überall hin folgen müssen. Wow. Naja, okay. Er hat den Weg verlassen und noch einen coolen Ort gefunden. Aber seien wir ehrlich, er hätte ebenso gut von einem Rudel Tiger angefallen werden können. Tiger leben nicht in Rudeln, Dummkopf. Das war auch nur eine Redensart. Weißt du, als ich noch klein war, hat mich mein Opa jedes Jahr zum Sternengucken mitgenommen. Ja? Es gab einen Hügel außerhalb der Stadt, wo wir immer standen. Derselbe Hügel, jedes Jahr. Wir schauten in die Sterne, bis der Morgen dämmerte. Nun ja, ich schaute hauptsächlich. Er hat nur das Teleskop für mich getragen. Natürlich. Nun hätte Mom mir allerdings niemals erlaubt, die ganze Nacht wach zu bleiben. Deshalb sagte Opa ihr jedes Mal, dass wir nur zelten fahren und versteckte das Teleskop im Auto. Das war toll, aber wenn wir am Morgen zurückkamen, musste ich so tun, als hätte ich nachts geschlafen. Und das ist kurz gefasst die Geschichte, wie ich in die Koffeinsucht abgedriftet bin. Du bist ein Monstrum. Ich weiß. Es ist schon sehr traurig. All diese schönen Erinnerungen verloren und niemals wiedergefunden. Und wer weiß, wie viele mehr es noch gibt. Tja, wie du immer sagst, man muss jeden Moment für sich genießen, nicht? Heilige, ich hab dir doch gesagt, dass hier Tigerrudel herumrennen. Hallo!
Warte, bleib hier. Ich bin Johnny und wie heißt du? Du bist an meinem Platz. Dein Platz? Oh, entschuldige, ich wollte mich hier nicht ganz allein ausbreiten. Willst du dich zu mir setzen? Bist du hier, um die Sterne zu beobachten? Und du? Schau nur. Wusstest du, dass es so viele Lichter am Himmel gibt? Ja. Oh, ich wusste es auch. Das ist also dein Platz, ja? Nur während des Jahrmarkts. Kein Fan von Menschenmengen? Bin ich auch nicht. Weißt du, du hast immer noch nicht deinen Namen gesagt. Ich sag ihn dir auch nicht. In der Schule machen sich alle drüber lustig. Wieso? Sie sagen, dass sie aufs Klo müssen, wenn sie an ihn denken. okay, dann nicht. Tja. Kann auch nicht schlimmer als John sein. Ich meine, überall auf der Welt heißt fast jeder John. Auch in Indien? Würde mich nicht wundern. Was ist verkehrt daran? Hm? Was ist verkehrt daran, einen Namen zu haben, den jeder hat? Hm, es ist langweilig, schätze ich. Ich meine, wenn alle so heißen, wo ist da der Sinn? Ich hätte nichts dagegen. Ausnahmsweise mal den gleichen Namen zu haben, den alle anderen auch haben. Ach nee, das war von ihr. Das ist wie mit diesen Lichtern am Himmel. Von hier unten sehen sie alle gleich aus, aber das macht den einzelnen Stern kein bisschen weniger schön. Hm, ja, vielleicht. Diese ganzen Sterne da oben, was glaubst du, sind sie? Mein Vater sagt, sie sind riesige brennende Kugeln aus Gas. Ach, das denkt er sich doch nur aus. Warum sollte er mich anlügen? Weil, naja, das machen Erwachsene nun mal. Sie denken sich Sachen aus. Den Weihnachtsmann, den Osterhasen, Kängurus, sowas halt. Hast du schon mal versucht, den Osterhasen aus Sternen zu machen? Wie ein Sternbild? Ja. Hm. Andere Sachen schon, aber noch nie einen Hasen. Möchtest du einen machen? Klar, machen wir das beste Sternbild aller Zeiten. Mal sehen, wer zuerst eins hat. Okay, von drei. 3, 2, 1 und ich sehe es. Wo? Am Himmel. Wo genau am Himmel? Denk in großen Zusammenhängen. Größer als all die anderen es tun. Ich verstehe nicht. Moment mal, Moment mal. Ich sehe es. Sag mir, was du siehst. Da drüben, stimmt's? Da sind die zwei Löffel und der Kopf. Und weiter? Und da sind seine beiden Füße. Ja, was noch? Und der Mond. Der Mond ist sein großer, runder Bauch. Ach so, da.
Ja. Also, was glaubst du, sind sie wirklich? Die Sterne, meine ich. Ich hab's noch nie jemandem erzählt, aber ich hab immer gedacht, dass sie Leuchttürme sind. Milliarden von Leuchttürmen, die festsitzen am anderen Ende des Himmels. Wow, muss ganz schön was los sein da oben. Ist aber nicht so. Sie können all die anderen Leuchttürme dort draußen sehen und sie wollen mit ihnen reden. Aber das können sie nicht, denn sie sind alle viel zu weit voneinander entfernt, um zu hören, was die anderen sagen. Sie können nichts tun, außer aus der Ferne ihr Licht zu senden. Also tun sie das. Sie senden ihr Licht zu den anderen Leuchttürmen und zu mir. Warum zu dir? Weil ich eines Tages mit einem von ihnen Freundschaft schließen werde. Deine Tasche, was ist da drin? Oh, der Preis, den ich beim Klopp dem Maulwurf gewonnen habe. Hast du das schon mal gespielt? Ich hab's versucht, aber ich bin zu ungeschickt. Was hast du gekriegt? Es ist ein Ding. Ich kann dir wirklich nicht sagen, was das ist. Bestimmt jetzt das Schnabeltierviech. Ja. Genau. So eine Art Entenbibertier. Darf ich mal sehen? Es sieht so seltsam aus. Ich wünschte, ich könnte auch so eins gewinnen. Johnny! Mist, Mom ruft mich. Hier. Weißt du was? Behalt es. Es gehört dir. Mir? Ja, ich kann dir jederzeit noch eins gewinnen. Ich will ja nicht angeben, aber ich bin einfach die Nummer 1 bei diesem Spiel. Bist du nächstes Jahr wieder hier? Yep. Du auch? Ja. Selber Ort, selbe Zeit? Ja. Und wenn du es vergisst oder wir uns aus den Augen verlieren? Dann treffen wir uns eben auf dem Mond wieder, Dummerchen. Genau auf dem Bauch des Hasens. Johnny! Komme! Oh, mein Hacky-Sack ist noch in der Tasche. Du sagtest, du bist ungeschickt, stimmt's? Versuch's mal damit. Falls sie sich jemals aus den Augen verlieren? Moment mal, soll das heißen? Sag mir nicht, dass du das nicht hast kommen sehen. Und ich hatte schon geglaubt, das hier würde eine inspirierende Kindheitstraumgeschichte werden. Ich hätte wissen sollen, dass irgendein Mädchen auftaucht und einen Schmachtfetzen daraus macht. Ich glaube, wir wissen jetzt, was wir tun müssen, um ihn zum Mond zu bringen. Moment mal, du willst das doch nicht etwa wirklich tun, oder doch? Es ist unser Job, Neil. So lautet unser Auftrag. Verdammt nochmal, Eva, nein! Eva. Ich weiß, dass du hier irgendwo bist. Okay, wir müssen Eva jetzt suchen. Allerdings tun wir das in der nächsten Folge. Ja, das war ja mal eine sehr bewegende Liebesgeschichte der beiden. So langsam fügt sich ja dann doch alles zusammen. Und ich bin gespannt, was noch so kommt. Bis dann!